Sehr effektiv, aber hat man auch gemerkt, dass wir natürlich in der Viererkette auch ein Stück weit eine Notlösung dann auch finden mussten. Aber wie gesagt, dafür waren wir sehr effektiv nach vorne. Zweimal durchs Gegenpressing, was wir auch wollten, hochverteidigen, nach Ballverlust schnell attackieren. Einmal die Entstehung zum Elfmeter, auch das 2-0 durch ein gutes Pressing. Wie gesagt, da waren wir sehr effektiv. Teilweise haben wir sehr gefällig nach vorne gespielt. Das ist alles noch kein Indiz dafür, wie wir in Wiesbaden auflaufen werden, sondern wir probieren viel. Wir geben auch die Möglichkeit, dass jeder mal mit jedem dann auch zusammenspielen kann. Und was man jetzt schon sagen kann, dass es keine klare Entscheidung gibt. Es geht sehr eng zu, aber ist klar, es gab viele Veränderungen und es ist auch gut so, dass jeder an seine Chance glaubt und das dokumentiert. Die zweite Halbzeit war so eine Pseudodominanz. Ich glaube, wir haben das Spiel komplett unter Kontrolle gehabt. Da müssen wir natürlich, hätte ich mir gewünscht, dass wir das Ergebnis auch ausbauen. Die Möglichkeiten waren da, aber da hat dann die letzte Aktion gefehlt, die Schnelligkeit, der Abschluss, um dann das 3-0 zu machen. Das war möglich und dann ist es halt so oft, wenn du dann einmal nicht aufpasst. Hat eigentlich in der zweiten Halbzeit wenig zugelassen, aber einmal nicht da und dann ging es 2-1. Und dann kann so ein Spiel nochmal vom Ergebnis aus der Hand geben, haben wir dann aber nicht gemacht. Von daher war es ein weiterer Test gegen auch eine gute Mannschaft aus der dritten Liga, wo wir auch viele gute Schlüsse auch daraus ziehen können.